Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch den Eurovision Song Contest und 2022 stand dieser ja ganz im Zeichen des russischen Überfalls auf die Ukraine. Dazu habe ich im Netz viel gelesen. Es gab Leute, die haben sich gefreut, dass die Ukraine gewonnen hat. Es gab viele Leute, die waren enttäuscht, dass die Ukraine einen eventuellen Vorteil hatte aufgrund des Überfalls. Und es gab aber auch Kommentare, die geschrieben haben, dass das Ergebnis fälsch sei aus politischen Motiven. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, dieses Video zu machen, weil es mich selber interessiert hat und ich dachte, wenn ich dazu schon recherchiere, kann ich das auch in Videoformat verpacken. Es ist sehr untypisch, dass ich etwas über Politik in dem Sinn mache, deshalb wichtig. Ich möchte mit diesem Video in keinster Weise eine politische Meinung meinerseits darstellen. Auch wenn es zum Teil um ein aktuell politisches Thema geht, will ich nicht, dass der Fokus darauf gerichtet ist, sondern auf den Eurovision Song Contest, weil das ist das Hauptthema. Ich habe mich noch nie und werde mich auch nie zu politischen Themen äußern mit einer Meinung. Für die, die ihn nicht kennen, was ist der Eurovision Song Contest? Dazu zitiere ich mal wieder von Wikipedia, meiner Lieblingsquelle. Der Eurovision Song Contest ist ein Musikwettbewerb für Komponisten, Textdichter und Songwriter. Vorgetragen werden die Beiträge von Gesangsinterpreten und Tänzern. Seit 1956 wird dieser jährlich von der Europäischen Rundfunkunion EBU im Rahmen der Eurovision veranstaltet. Die Anregung dazu kam vom Sanremo Festival, das bereits 1951 ins Leben gerufen wurde. Beim ESC sind die Rundfunkanstalten aller Staaten der EBU teilnahmeberechtigt. Diese Rundfunkunion gehören mehrheitlich europäische und einige Radio- und Fernsehstationen benachbarter westasiatischer und nordafrikanischer Staaten an. Der ESC erreicht dabei jedes Jahr über 180 Millionen Zuschauer. Der Erfinder des ESC war Marcel Besançon. Er war Generaldirektor der Schweizerischen Rundfunkgesellschaft und hatte 1955 diese Idee. Das ist auch der Grund, weshalb seit 2002 jeweils für drei Lieder pro Veranstaltung der sogenannte Marcel Besançon-Preis verliehen wird. Die Teilnehmer des ESC sind die Mitglieder der Europäischen Rundfunkunion, Australien, ausnahmsweise auch aufgrund der Beliebtheit der Show. Australien war 2015 nur als Gastteilnehmer da, kam somit direkt ins Finale, hat dann aber 2016 unerwartet und entgegen ihrer früheren Aussagen weiterhin teilgenommen und gilt jetzt als assoziiertes EBU-Mitglied. Was auch noch speziell ist, Jugoslawien hat als einziges sozialistisches Land von 1961 bis 1991 teilgenommen. Marokko war 1980 das einzige arabische Land, das jemals teilgenommen hat, weil die anderen arabischen Länder haben aus Solidarität mit Palästina den ESC boykottiert, da Israel dort teilgenommen hat. 1990 gab es eine Ausweitung des EBU-Mitgliedsrechts auf osteuropäische Länder, also nach dem Zerfall der Sowjetunion. Anschließend gab es aber eine immer und immer striktere Begrenzung der maximalen Mitgliederzahl, weil schlichtweg zu viele Leute teilgenommen haben. 1996 gab es dahingehend eine weitere Verschärfung, zwar mit einer Vorauswahl durch eine Jury. Damals konnte sich Deutschland nicht qualifizieren und hat danach gedroht, den ESC nicht mehr weiter zu finanzieren. Deshalb gab es ab 1999 eine automatische Teilnahmeberechtigung für die größten fünf Geldgeber, nämlich Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Spanien und ab 2011 dann Italien. Seit 2013 boykottiert auch die Türkei den ESC aufgrund dieser Regelung. Was auch interessant ist, Irland hat bisher die meisten Siege geholt, also 7 Mal haben sie den ESC gewonnen. Die meisten Teilnahmen hatte Deutschland mit 64 Teilnahmen. Die höchste Gewinnquote hat Luxemburg, sie haben 32 Mal teilgenommen, 5 Mal gewonnen, gibt 15,6%. So viel zur generellen Geschichte und dem Wesen des ESC, aber dieses Jahr war sehr speziell. Dieses Jahr gab es eine riesige Diskussion über den Sieg der Ukraine. Dazu habe ich verschiedene Zitate vorbereitet, aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich habe das aufgeteilt in Pro, das heißt, Leute finden den Sieg der Ukraine gut, in teilweise Contra und in Contra. Anschließend versuche ich aufgrund der Quellen, aufgrund der Autoren, aufgrund der Seriosität und so weiter eine Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Und diese ganze Diskussion aus meiner Sicht oder aus meinem Verständnis einen Gedankenanstoß zu geben. Anfangen möchte ich mit dem Blickwinkel des Eurovision selber. Und zwar hat hier Dr. Irving Wolter einen Artikel geschrieben für den Eurovision. Laut Reglement des Eurovision Song Contest ist der Wettbewerb eine unpolitische Veranstaltung. Demnach sind beispielsweise Texte, Ansprachen und Gesten politischer Natur während des Contests untersagt. Soweit so theoretisch, denn schon immer hatte der größte Musikwettbewerb der Welt eine mehr oder weniger offensichtliche politische Dimension. Dies erklärt auch den Ausschluss Russlands vom unpolitischen ESC. Die Europäische Rundfunkunion, EBU, sah sich zu diesem Schritt gezwungen, um ihren Wettbewerb vor einem Missbrauch als medialen Nebenkriegsschauplatz zu bewahren. Es ist nicht politisch, wenn ein Song, der bei den Buchmachern unmittelbar vor Beginn der russischen Invasion schon auf Platz 5 der Wettquoten lag,
aufgrund der Nachrichtenlage und des damit verbundenen öffentlichen Interesses von den Wettbüros auf Platz 1 gesetzt wird. Es spiegelt einzig und allein die Erwartungen derjenigen wider, die ihr Geld auf den ESC widmen. Die Teilnahme der Ukraine ist dagegen sehr wohl politisch, weil sie sich damit in Zeiten der Bedrohung ihrer Unabhängigkeit als souveräner Staat präsentiert. Sollte man ja das verbieten und damit das Opfer bestrafen? Es lohnt sich übrigens mal einen Blick auf die Accounts zu werfen, von denen gepostet wird, die Entscheidung am Samstag sei schon beschlossene Sache. Nicht, dass man am Ende sein Like an das Posting eines russischen Trolls vergibt, denn das könnte ziemlich politisch sein. Der nächste Blickpunkt, den ich beleuchten möchte, ist das Kalusch-Orchestra, die gaben auch Interviews und dazu möchte ich zitieren: Man versucht, unsere Kultur zu vernichten und wir wollen zeigen, dass unsere Kultur sehr lebendig ist. Wir haben ein paar Kostümanpassungen vorgenommen und unserem Auftritt ein paar Veränderungen hinzugefügt. Er verwies aber darauf, dass es beim ESC eben bestimmte Regeln für den Auftritt und die Performance gäbe, berichtet unser Korrespondent. Der Ukraine selbst sei die noch recht junge Band sehr erfolgreich, schon vor Beginn des Krieges. Jörg Seiselberg sagt für Eurovision: Nie in der fast 70-jährigen Geschichte des Wettbewerbs hat ein nationaler Beitrag so viele Televoting-Stimmen erhalten wie das ukrainische Kalusch-Orchestra mit ihrem Titel Stefania. Nie war die Abstimmung so politisch aufgeladen. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, der Song hat alles, um beim ESC erfolgreich zu sein. Es gibt gute Gründe für ihn zu stimmen, weil einfach die Musik gut ist. Was haben die 39 Jurys der Teilnehmerländer getan? Sie votierten fachlich, beloten die Ukraine bereits mit einem Platz in der Spitzengruppe. Die Zuschauerinnen und Zuschauer beließen es nicht dabei. Ihr Votum war eine europaweite Solidaritätsdemonstration mit der Botschaft: Die Ukraine ist nicht alleine, die Menschen von Island bis Griechenland, von Finnland bis Portugal stehen hinter der angegriffenen Nation. Die europäische Politik hat in den vergangenen Wochen viele Unterstützungsmaßnahmen für die Ukraine beschlossen. Die größte Musikshow der Welt wurde jetzt zum Sprachrohr der Bevölkerung, die ESC-Bühne zur politischen Plattform, weil es in diesen Zeiten auch nicht anders sein kann. Das war jetzt alles Positive. Dann habe ich ein Zitat von Stefan Künzli, das er im Tagblatt veröffentlicht hat, das teilweise negativ gegenüber dem Ukraine-Sieg war. Übrigens eines der ganz, ganz wenigen Artikel, die ich überhaupt finden konnte, die negativ berichtet haben. Gewinnt heute der ukrainische Beitrag, erreicht der Eurovision Song Contest eine neue Stufe der politischen Einflussnahme. Die Musik wird vernachlässigbar, eine Polemik. Der Eurovision Song Contest wurde im Kalten Krieg ins Leben gerufen, den europäischen Zusammenhalt zu fördern. Nun hält der russische Angriffskrieg den Contest fest im Griff. Der einst friedliche Liederwettbewerb wird zur Phase. Er findet allerdings den Ausschluss Russlands gerechtfertigt. Und ganz kontra konnte ich nur von zwei Seiten Zitate finden. Zwar einmal von RT, bzw. RT Deutsch. Alarm! Russia Today, ich denke bei den meisten Leuten die Alarmglocken. Und der gleiche Beitrag wurde noch gepostet auf der Seite Extrem News, die mit Falschinformationen bezüglich der Covid-19-Pandemie aufgefallen ist. Ich meine, der Gewinner ist ja niemals derjenige, dessen Lied besser ist. Gewinner wird doch vielmehr jedes Mal derjenige, der von Russland den mindestens vom Umfeld so wahrgenommenen größten Tritt in den Hintern bekommt, oder? Fliegt ein Land wie nach einem Gewaltschuss ins Abseits, herzlichen Glückwunsch, steig auf den ersten Platz auf dem Siegertreppchen bei der Eurovision. Als Trostpreis sozusagen. Ich hab's doch richtig erraten, oder? Darum bemühen sich doch die Regierungen europäischer Länder so sehr, Russland zur Weißglut zu treiben. So gut sie eben können, nicht wahr? Kann doch gar nicht anders sein. Übrigens, Russia Today hat dem Eurovision auch noch vorgeworfen, rechtsradikal zu sein und hat der Siegerband der Ukraine die Verwendung rechtsradikaler Symbole vorgeworfen. Was kann ich aus dem Ganzen schließen? Für mich ist es wichtig, bei den Fragen zu unterscheiden. Existiert eine politisch motivierte Verfälschung des Ergebnisses durch den ESC? Definitiv nein. Keine seriöse Quelle kann Manipulation des Ergebnisses begründen. Und ich nenne hier RT Deutsch bewusst nicht als seriöse Quelle. Das hat auch nichts mit irgendwie eigener Meinung, Subjektivität oder so zu tun. Ich denke, durch das Korrektiv und sonstige Faktenchecks kann man davon sprechen, dass RT Deutsch und solche Seiten wie Extrem News schon viel zu oft Falschinformationen verbreitet hatten, als dass sie seriös wären. Aber die wichtigere Frage ist, hatte die politische Dimension einen gewissen Einfluss? Und die klare Antwort ist ja, und das versucht der ESC auch nicht irgendwie zu verschleiern. Was ich daraus schließe, ist folgendes. Der ESC ist prinzipiell unpolitisch. Das Lied wurde von der Jury und der Zuschauerschaft politisch interpretiert. Die Band selbst nimmt die politischen Richtlinien aber zur Kenntnis. Aus der Gesamtsituation, das heißt der medialen Aufmerksamkeit der Ukraine aufgrund des Angriffskriegs, ist eine politische Einflussnahme nicht ausschließbar. Die politische Dimension spielt aber nur eine Teilrolle und ist nicht bestimmend. Hinzu kommt auch die allgemeine Berühmtheit der Band und der Song an sich. Die politische Dimension resultiert mehrheitlich aus der Zuschauerschaft. Es gab nämlich ein Verhältnis von 2,28 zu 1.
bezüglich der Punktevergabe von Zuschauerschaft und Jury. Wir sehen auch, auf YouTube hat der Song über 400.000 Likes. Das heißt, auch der Song an sich wurde einfach gefeiert. Nach Jury wäre die Ukraine sogar nur Platz 4 geworden, aber die Zuschauerschaft hat demokratisch entschieden, den ESC hier als ein politisches Sprachrohr zur Solidaritätsbekundung zu nutzen. Und der Ursprung des Vorwurfs, das Ergebnis sei vorbestimmt, stammt klar aus russischer Propaganda, wie wir sehen, von den Quellen her, die diese Information verbreiten. Hinzu kommt, wenn wir uns die Vergangenheit ansehen. Ich zähle nur ein paar Beispiele auf, aber der ESC war immer wieder politisch geprägt. Zum Beispiel das sozialistische Jugoslawien hat den ESC vollkommen aus politischen Gründen benutzt, um sich an den Westen anbinden zu können, beziehungsweise für eine Annäherung. Auch 1990 gab es eine politische Färbung durch den Bürgerkrieg in Jugoslawien. 2009 fand der ESC in Moskau statt und es gab eine heftige Debatte bezüglich Homosexualität und der russischen Regierung. Und 2016 gab es wieder eine ähnliche Debatte um Russland in der Annexion der Krim. Das heißt, objektives Fazit, dass dieses Jahr der ESC mal wieder politisch beeinflusst war, ist schade, weil es ja nie mit guten Ereignissen zusammenhängt, sondern immer mit bedauerlichen Ereignissen in der Welt, aber dieses Jahr war nichts Neues. Ich hoffe, mit dieser kleinen Video-Erörterung oder Dokumentation konnte ich euch so das, was ich aus verschiedenen Quellen zusammensuchen und zusammenfassen konnte. Und dann ganz objektiv abgewiegt habe. Ich hoffe, das konntet ihr verstehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Es gibt nicht immer solche Videos. Ich habe auch schon ein Video über Snapchat gemacht, was mehr mit meiner eigenen Meinung verbunden war. Aber das hier soll wirklich objektiv für sich stehen. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video oder Livestream.